soll ich einstellen? Wie viele Minuten? Sehr geehrte Damen und Herren, Hohes Haus, eigentlich wollte ich mich heute nicht mehr zu Wort melden, aber dass sich der österreichische Nationalrat und so viele Fraktionen hier in diesem Haus über 20 Minuten darüber zu beschäftigen, um der Öffentlichkeit zu erklären, warum sie 3 Monate Urlaub brauchen und warum das alles eigentlich so schön ist, hat mich schon dazu veranlasst, noch einmal ans Rednerpult zu treten. Sehr geehrte Damen und Herren, in diesem Land gibt es 300.000 Mitbürgerinnen und Mitbürger, die eine Arbeit suchen, die arbeiten wollen, aber keine Arbeit finden. Sehr geehrte Damen und Herren, Hohes Haus, vielleicht können Sie das Schicksal nachvollziehen, dass Mitmenschen in unserer Nachbarschaft, in unseren Gemeinden, in unseren Wahlkreisen von Arbeitslosigkeit gepeinigt werden. Vielleicht können Sie es nachvollziehen, dass der oder die, die im Haus gegenüber oder in der Wohnung gegenüber von Ihnen wohnt, auch sich diesen Sommer Gedanken machen wird, wie sie ihre 2 Kinder ernähren wird, wie sie die Leasingrate für das Auto bezahlen wird, wie sie vielleicht eine Miete zahlen wird und wie sie ihre 2 Kinder ernähren wird. Vielleicht können Sie es nachvollziehen, dass diese Frau und dieser Mann von Ihnen als Abgeordnete der Republik sich erwartet, dass sie den Sommer dazu nutzen, die Zukunft so zu gestalten, dass Menschen in diesem Land wieder eine Arbeit haben, zumindest jene, die auch arbeiten wollen. Und sehr geehrte Damen und Herren, es steht Ihnen nicht schlecht an. Bei einem Gehalt von 8.300 Euro brutto im Monat, 14 Mal im Jahr, 8.300 Euro. Bei einem Durchschnittsgehalt von ein wenig mehr als 1.000 Euro im Jahr für Herr und Frau Österreicherin. Es steht Ihnen nicht schlecht an, nicht hier heraus zu stehen und mit Zehen und Klauen 3 Monate Urlaub zu verteidigen, sondern hier heraus zu stehen und auch darüber nachzudenken, wie man gerade Österreich in der größten Wirtschaftskrise in der Geschichte der Zweiten Republik nach vorwärts entwickeln kann, wie man Arbeitslosigkeit verhindern kann, sehr geehrte Damen und Herren. Diese Diskussion hätte ich mir gewünscht. Selbstverständlich gebe ich Ihnen recht, dass viele Abgeordnete dieses Hauses, die ihre Aufgabe und ihre Arbeit auch ernst nehmen, den Sommer nicht ungenutzt verstreichen lassen. Ich selbst besuche bis zum 10. September 180 Brauchtumsveranstaltungen in der Steiermark. Da gebe ich Ihnen recht. Das mag zwar jetzt nicht sehr sinnvoll sein. Ich absolviere Sprechtage und versuche, den Menschen in meinem Heimatbundesland zu helfen. Ich werde mein Büro besetzen, werde Veranstaltungen besuchen und werde mit den Bürgerinnen und Bürgern dieses Landes in Kontakt treten, so wie es von uns verlangt ist. Aber wissen Sie, wenn ich die letzten 9 Monate bei diesen unzähligen Wahlkreisveranstaltungen, von denen Sie heute alle gesprochen haben, zumindest in der Steiermark, in meinem Wahlkreis, an Kolleginnen und Kollegen aus diesem Haus getroffen habe, niemanden, doch, Entschuldigung, den Herrn Faul im VIP-Zelt bei der Erbauer-Veranstaltung. Das war der einzige Abgeordnete, der mir die letzten 8 Monate bei Veranstaltungen in der Steiermark begegnet ist. Sehr geehrte Damen und Herren, ich würde mir daher wünschen, dass Sie unserem Antrag nachkommen, dass in Zukunft das Parlament auch im Sommer mit gutem Beispiel vorangeht und Leistung für Österreich erbringt. Ich ersuche mir Ihre Zustimmung.